Und nun zu ihm. Der Mann hat eine Traumfigur, aber darum soll es nicht gehen. Er ist Journalist und auf seinem YouTube-Channel Mr. Wissen to Go, da hat er mittlerweile über 2 Millionen Follower. Er gibt Antwort unter anderem auf Fragen wie: Macht ChatGPT Schüler dumm oder schlau? Sterben Friedhöfe bald aus? Oder was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird? Mirko Drotschmann bei uns. Herzlich willkommen. Also das ist ja nur eine deiner vielen Facetten. Du bist ja auch TerraX-Moderator, du hast einen TerraX-Podcast, also bist unglaublich breit aufgestellt. Stimmt es eigentlich, dass diese ganze YouTube-Internet-Geschichte mit deiner Frau anfing, vor über 10 Jahren? Ja, stimmt. Sogar noch ein bisschen länger her, ich glaube so 2009, da waren wir im Urlaub und wir hatten nur einen Rechner dabei, meinen. Und ich bin danach hingegangen, nachdem sie irgendwas da gearbeitet hat. Und habe dann gesehen, sie war noch eingeloggt mit ihrem Account. Und habe ich geguckt, was ist das für ein Account? Und dann war das so ein YouTube-Account und sie hatte einen YouTube-Kanal, hat mir das aber nicht verraten, weil es ihr so ein bisschen peinlich war, dass sie YouTube-Videos macht. Und hat da Schminkvideos gemacht, Frisurvideos. Und ich habe mir das angeguckt und fand das richtig gut. Also inhaltlich war es vielleicht jetzt nicht ganz meins, aber dass sie diese Videos macht und sich da Themen überlegt und in Kontakt mit der Community ist, dann dachte ich, das will ich auch machen. Und habe dann versucht, ihr nachzueifern, habe lange überlegt, was könnte ich machen. Hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert und 2012 habe ich dann angefangen. Und was hattest du vorher gemacht, bevor du damit angefangen hast? Ich bin ganz klassisch Journalist eigentlich, habe lange fürs Radio gearbeitet, auch für ein paar Zeitungen geschrieben, war bei den Kindernachrichten Logo viele Jahre und dachte mir dann aber auch irgendwann, wir machen hier Nachrichten für Kinder und erklären die Welt, aber wenn die ein bisschen älter werden, ja, dann gibt es vielleicht die Erwachsenen-Nachrichten, aber dazwischen gibt es irgendwie nichts und vielleicht könnte ich YouTube nutzen, um die Leute zu informieren über das, was auf der Welt passiert. Und wie kommst du auf deine Themen? Also du veröffentlichst ja immer samstags ein neues Video, also worum geht es zum Beispiel morgen? Morgen geht es um die DAWA, das ist eine neue Partei, der unterstellt wird, sie würde von Erdogan kontrolliert, dem Präsidenten der Türkei. Und was ist das für eine Partei? Wer hat die gegründet? Was ist deren Programm? Versuche ich zu erklären. Und das war tatsächlich ein Wunsch von vielen Zuschauern, die gesagt haben, mach doch mal was darüber. Da wird in den Medien darüber berichtet, aber irgendwie kriegen wir das nicht so richtig mit. Und so entstehen eigentlich die meisten Videos. Dass Kommentare kommen, E-Mails, Nachrichten auf verschiedenen Plattformen. Und dann versuche ich dazu was zu machen. Und was war damals dein allererstes Video, als du angefangen hast? Das habe ich mehrfach gedreht, weil es mir irgendwie immer unangenehm war, vor der Kamera zu reden, was schwierig ist, wenn man YouTube-Videos machen will. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich lade das so hoch. Das war so ein allgemeines Begrüßungsvideo. Und das erste inhaltliche Video, da ging es um Ludwig XIV., den Sonnenkönig und den Absolutismus. Ah, das ist ja auch sehr speziell als Einstiegsthema. Ja, ich wollte einen Kanal machen, auf dem es um Geschichte geht und um Politik. Und ja, das ist so ein klassisches Schulthema, der Absolutismus. Da hatte ich auch noch so ein paar Sachen von einem Vortrag in der Schublade und dachte, ich könnte das einfach machen. Ja. Und welche wurde am meisten geklickt von allen, die du je gemacht hast? Ja, das ist ein Video zur Frage, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Das hat jetzt, glaube ich, um die 10 Millionen Klicks. 10 Millionen? Wird auch immer noch abgerufen. Und düsteres Szenario, aber dabei wird natürlich auch so ein bisschen die Frage transportiert, was wäre denn, wenn dieses schreckliche Regime heute noch existieren würde, wie würden wir dann leben? Und das war auch ein Zuschauervorschlag zum Beispiel. Es gibt auch eine interessante Serie dazu, ne? Genau, The Man in the High Castle. Ja, genau. Ja. Habe ich auch gesehen, bis dann aber irgendwelche Aliens da aufgetaucht sind, da fand ich es dann nicht mehr ganz so toll. Ich auch, genau. Bin ich dann ausgestiegen. Ja, aber ansonsten ein guter Ansatz auch. Genau. Also ein interessanter, geschichtlicher Ansatz, ja. Okay, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Video haben wir auch. Wir haben mal einen kleinen Querschnitt, damit man einen Eindruck davon bekommt, was Mirko da eigentlich macht auf seinem Kanal. Was wäre eigentlich, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Wie würde die Welt heute aussehen? Diese Frage, die wird mir sehr, sehr häufig von euch gestellt und deshalb geht es in diesem Video jetzt hier. Donald Trump wird wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann? Was hat er politisch vor? Wie möchte er das Land verändern? Und welche Folgen hätte das für den Rest der Welt, inklusive Deutschland? Kann künstliche Intelligenz, kann KI sogar eine Lösung gegen den Lehrkräftemangel sein? Werden ChatGPT und ähnliche Anwendungen unser Schulsystem revolutionieren? Genau das klären wir jetzt in einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. Also
Also ich finde, ich habe mir auch ein paar angeguckt, man kann dir wirklich sehr gut folgen, machst das unheimlich gut. Es ist nicht zu lang, es ist immer sehr klar, verständlich. Du verlinkst ja auch immer ganz viel, dass man nochmal vertiefen kann, wenn man möchte. Es ist aber jetzt so, die Themen stürzen ja auf uns ein, also ob das nun die Ukraine ist, die Klimakrise, Nahost, Corona. Wie schwer ist das, solche Dinge dann noch in so einem, verständlich und es ist ja sehr komplex alles, aber trotzdem in der Kürze auch dann hinzukriegen, zu erklären? Das mit der Kürze ist wirklich das größte Problem. Jeder, der schon mal in der Hausarbeit oder sowas schreiben musste, der weiß, viel schreiben kann man immer, aber das dann so zu komprimieren, ist nicht so einfach. Und ich versuche da ganz streng zu mir zu sein. Ich habe so eine Vorgabe, Zeilenabstand 1,5 times die Roman, Schriftgröße 12, und dann darf ein Skript nicht länger als 7 Seiten sein. Und wenn doch, dann kürze ich das so lang, bis es 7 Seiten lang ist. Es gibt Themen, da weiche ich auch mal von ab, weil da kann man sich nicht kürzer fassen. Aber so kriege ich es einigermaßen hin, dass es komprimiert ist. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man da nichts Wichtiges rauslässt oder Dinge so stark vereinfacht, dass sie vielleicht auch falsch werden. Aber ich schaue mir auch gerne so kompakte Zusammenfassungen an und deshalb versuche ich das selbst auch zu liefern. Und merkst du, dass gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung, wie die, in der wir jetzt leben, dass die Nachfrage da nach solchen Videos, nach solchen Erklärungen größer wird? Ja, absolut. Also vor allem zu Themen, die so komplex erscheinen, dass man da gar nicht durchblickt oder die so viele historische Hintergründe haben, dass man gar nicht weiß, wo man da einsteigt. Das kennt wahrscheinlich jeder. Man kriegt irgendwas in den Medien mit, da bricht ein Konflikt aus und man hat noch nie was davon gehört und dann guckt man auf den Wikipedia-Artikel und dann muss man da 10 Minuten nach unten scrollen, bis man da am Ende ist und hat dann gar keine Lust, sich damit weiter zu befassen. Und das sind so die Themen, zu denen auch besonders viele Fragen kommen. Und ich versuche dann, so einen Überblick zu geben, damit man da einsteigen kann in das Thema. Und was hast du für einen Tipp, also auch was dich selber angeht, wie man überhaupt den Überblick behält, wenn man sich informieren möchte und halbwegs informiert sein möchte über die wichtigen Themen? Worauf greift man zu? Wie macht man das? Ich glaube, man sollte sich da ein bisschen locker machen und nicht denken, man muss jetzt alles zu allem wissen, sondern man kann sich die Themen raussuchen, die einen besonders interessieren und da dann ein bisschen tiefer einsteigen und nachgucken. Und bei mir ist es auch so ein bisschen wie, wenn man ein Loch buddelt und dann immer tiefer geht. Und so mache ich das auch. Ich schaue mir vielleicht so einen Überblicksartikel an im Netz und dann finde ich da einen Aspekt und da und dann schaue ich hier mir ein Paper an oder finde da vielleicht ein spannendes Buch. Und dann hat man immer mehr Informationen und irgendwann ist man gut in dem Thema drin. Und das würde ich auch empfehlen, sich auch nicht verrückt zu machen und zu denken, man muss jetzt die ganze Welt im Blick haben und sehen, was passiert. Und vor allem, wenn einen das kaputt macht oder fertig macht und man nicht mehr kann, dann muss man sich auch nicht damit befassen. Das finde ich auch ganz wichtig. Wie machst du das zum Beispiel, Konrad? Also wie informierst du dich? Hast du den Anspruch an dich, auf dem Laufenden zu sein über das meiste, was so passiert? Nee, ganz im Gegenteil. So, seitdem ich Kinder habe, habe ich das sehr reduziert. Ich bin damit aufgewachsen, komme auf einen Lehrerhaushalt und wir mussten immer Tagesschau oder Tagesthemen jeden Abend gucken und ich fand, irgendwann drückte das sozusagen sehr auf einen drauf und ich habe das sehr reduziert und bei uns ist das heutzutage nicht Pflicht wie früher sozusagen. Mit meinen Kindern mache ich das anders. Wir gucken natürlich Logo, was du mal moderiert hast früher, die Kindernachrichten und so weiter, aber ich finde, das reicht mir dann auch. Also ich muss mir nicht das Elend der Welt jeden Tag geben. Sonst war die Frage ja zweigeteilt, würde ich mal so sagen. Es ist genauso, ich mache ja nun wissenschaftliche Effekte und Experimentiershows auf der Bühne. Da geht es natürlich auch darum, das Richtige zu erklären. Und die Frage ist immer, wie viel du weglässt, weil ab einem Punkt wird das eben für die breite Masse nicht mehr interessant, was man weglassen kann und trotzdem noch richtig, wissenschaftlich richtig zu informieren. Da muss man immer so ein bisschen den Spagat machen. Ja, Dietmar, wie ist das bei dir? Setzt du dich und deine Familie auf Diät, auf Informationsdiät? Oder sagst du gerade jetzt, hast du ein großes Bedürfnis, tiefer in Themen einzusteigen? Also es ist spannend, was du jetzt gerade erzählt hast mit den Kindern, weil ich habe das öfter im Freundesumfeld, wir haben ja keine Kinder, aber ich weiß, wie es einem geht, gerade in diesen Zeiten, sich hinzusetzen und das wieder auszuhalten, alleine morgens die Taz aufzuschlagen, die ich seit 40 Jahren im Abo habe, oder sich vor die Tagesthemen zu setzen und das erstmal an sich ranzulassen. Und natürlich interessiert man sich dann für einige Themen mehr. Ja, oder die schreckliche Geschichte mit Nawalny heute, das mich auf der Autofahrt hin begleitet hat. Und ich verstehe dann, was manche Leute sagen, ich muss es draußen lassen. Aber ich halte das nicht lange aus. Ich kann da keine Idee. Ich muss wissen,
was los ist. Mhm. Ja, ich denke, das passiert ja auf verschiedenen Ebenen heutzutage, also ob es nun durch Social Media, durch was immer, es kommt ja trotzdem auf einen heran. Die wichtigen Sachen werden nicht komplett ausgeblendet sozusagen und wie ich schon sagte, selbst durch die Kindernachrichten hat man einen gewissen Anteil, aber man hat nicht gleich dieses Elend. Und ich finde, das kommt auf die Person an, wie sehr man das sich sozusagen selber reinzieht und wie sehr man das sozusagen von Hause mitgekriegt hat, soziales Verhalten etc. Ich habe meine erste SOS Kinderdorf, hieß das früher, meine erste Benefizsache habe ich mit 4 Jahren gemacht. So, er hat mir diese ganzen Aufkleber schicken lassen und der Tombola bei uns im Dorf gemacht und so weiter. Und so wurde ich erzogen und das mache ich bis heute, verschiedene sozusagen soziale Anlässe. Aber ich möchte das sozusagen konsumieren. Ist eine Zeitung, finde ich, besser. Ich kann es konsumieren, wenn ich das möchte und nicht zum festen Zeitpunkt, jeden Tag 15 Minuten. Und es kommt eben auf einen selber drauf an, wie sehr man runtergezogen wird dadurch auch und wie hilflos man sich selber fühlt, weil man denkt, naja, was kann ich jetzt machen? Und das möchte ich nicht immer sozusagen nicht durch eine Fernsehaufgabe aufobstruiert bekommen, sondern das möchte ich entscheiden, wann ich das konsumiere, sodass das nicht sozusagen mein Alltag, meine Seele, mein Charakter, wie auch immer so großen Einfluss darauf hat. Ja, aber ist ein interessantes Stichwort, weil die Diskussion ist interessant, sicher, wenn du gehst ja auch in Schulen, Mirko, ne? Du bist ja unter anderem bist du auch in Politikleistungskursen und kriegst einen ganz guten Eindruck davon, wie der Wissensstand da ist. Woher holen die sich ihre Informationen, diese jungen Leute, mit denen du dann auch sprichst? Nicht aus der Zeitung, tatsächlich. Mhm. Vielleicht mal Online-Seiten der Zeitung und Politikleistungskurs, der schaut da vielleicht auch schon mal rein. Aber selbst da haben einige gesagt, nee, Artikel lesen, das mache ich nicht. Das ist mir irgendwie zu langweilig. Die hören sich Podcasts an, die sind natürlich in sozialen Netzwerken unterwegs und gucken, was da los ist und holen sich daher die Infos. Sind auch meiner Mediathek vielleicht, aber insbesondere TikTok, Instagram, YouTube. Das sind so die drei Plattformen. Hat auch die neueste Gym-Studie wieder ergeben, Jugendinformation, Medien, die untersucht das immer. Und das merke ich auch, weil genau diese Themen dann immer wieder nachgefragt werden. Das ist einerseits schön, andererseits aber auch eine große Gefahr. Weil gerade auf diesen Plattformen gibt es auch so viel Mist, so viele Sachen, die einfach nicht stimmen, die sich angucken und die sie verunsichern, die sie vielleicht auch manipulieren unter Umständen und ihnen so ein Floh ins Ohr setzen. Und ich bin froh, dass sie zur Schule gehen, denn da gibt es dann immer noch das Korrektiv Lehrer sozusagen, die da einschreiten können, wenn sie es machen. Aber da fehlt leider auch manchmal die Zeit. Aber du sagst ja auch, du plädierst ja dafür, dass es ein Fach Medienpädagogik gibt, dass man das einfach früh schon lernt, wie man sich informiert und wie man auch erkennt, was eine falsche Quelle ist oder eine schlechte Quelle. Ja, also mit nichts haben junge Menschen so viel in ihrer Freizeit zu tun, wie mit dem Internet, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Aber es findet in der Schule viel zu wenig statt. Das soll dann vielleicht am Rande mal im Deutschunterricht behandelt werde oder im Politikunterricht. Aber ich glaube, wir brauchen ein extra Fach, das sich darum kümmert. Da kann es auch um Datenschutz gehen. Da kann es darum gehen, wie kann man eine Quelle, die seriös ist, von einer unseriösen Quelle unterscheiden. Wie geht man mit künstlicher Intelligenz um? Da kann man ja sehr viel reinpacken. Und ich glaube, das brauchen wir schon in der Grundschule. Und zwar flächendeckend. Es gibt ein paar Bundesländer. Einklinken wollen, denn wir brauchen auch ein Fach Ernährung. Ja. Vielleicht können wir das ja kombinieren als Fach Lebenstraining oder genau. So. Also. Ja, ja. Aber ich meine, wir haben ja mit Mirjam Meckel eine hochkompetente Frau zu Gast, gerade was KI angeht. Wären Sie aus Ihrer Sicht dafür, dass es so ein Schulfach geben würde, was die Kinder und Jugendlichen vorbereitet auf diese Welt? Ich wollte mich jetzt gerade einschalten und sagen, ich finde es richtig. Das Lustige oder Traurige ist nur, dass wir diese Diskussion seit 20 Jahren führen. Natürlich, ja. Die Forderung nach einem Fach in der Schule, was uns auf neue Technologien und neue Medien vorbereitet, diese Forderung haben wir seit 20 Jahren. Und es ist nichts passiert bisher. Ja, also ich war auch schon bei einigen Veranstaltungen mit Kultusministerinnen, Kultusminister. Und wenn ich dann so sage, dann stimmen die mir alle zu. Und ich denke dann immer, ja, aber ihr könnt es doch machen. Warum macht das denn nicht? Und es gibt Bundesländer, die probieren das aus. Hessen zum Beispiel, Thüringen. Aber ja, das wird dann ausprobiert und dann wird es vielleicht wieder sein gelassen. Und ich glaube, wir brauchen das flächendeckend und wir brauchen, also können wir über Bildungsföderalismus sprechen. Es ist sowieso schwierig, dass 16 Bundesländer ihr eigenes Bildungssystem haben. Aber nicht. Aber das ist, glaube ich, Thema. Machen wir im nächsten Mal. Ich finde das toll, was du machst, weil du holst ja mit dem, was du tust, eigentlich auch die jungen Leute da ab, wo es eben mit den klassischen Medien hapert, wie wir gerade festgestellt haben. Und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sich auf Hintergrundinfos, auf Orientierung, auf Einordnung auch mal einlässt. Ne? Und nicht nur dieses schnelle Was, sondern wie und warum und wie kann ich eigentlich verstehen, was da passiert. Und wenn die Zeitung nicht mehr gelesen wird an der Stelle, dann sind es eben andere Formate, die das liefern. Und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen flexibel sein. Mhm.
Aber dass es auch immer schwieriger wird, selbst auch den Überblick zu behalten, das musstest du ja gerade selber auch erfahren. Die FAZ hat aufgedeckt, dass es ein, zwei Videos gab auf deiner Plattform, wo auch ein paar Dinge nicht so ganz stimmten. Das ist natürlich dann auch ein Schlag, ist mittlerweile bereinigt, aber Fehler können eben jedem passieren. Ja, das ist natürlich super peinlich. Also es ist uns total unangenehm, wenn wir da in Videos Fehler drin haben. Und wir haben das, wie du sagst, auch direkt korrigiert. Was mich nur sehr getroffen hat, ist, dass dann im Zusammenhang gesagt wurde, wir hätten Fake News verbreitet. Und das finde ich ein Vorwurf, der wirklich hart ist. Also Fake News sind für mich ganz bewusste Fälschungen, Manipulationen, um Leute zu beeinflussen. Und wir versuchen ja genau das Gegenteil zu machen und auch dagegen anzukämpfen, dass eben so viel Desinformation im Internet stattfindet. Aber Fehler, ja, die passieren. Und ich finde aber die Fehlerkultur, die es im Internet gibt, ziemlich gut. Die Schwarmintelligenz findet jeden Fehler, egal um was es geht. Und wenn es nur ein Bild ist, bei dem ein kleines Detail nicht stimmt, irgendjemandem fällt es auf, der schreibt es in die Kommentare. Aber da wird dann drüber gesprochen und dann sagt man, ja, stimmt, hast du recht, blöd gelaufen, tut uns leid, beim nächsten Mal machen wir es besser und dann ist auch gut. Und gerade dieser Fehlerkultur, die fehlt uns, glaube ich, an anderen Stellen in der Gesellschaft dann doch ein bisschen. Also, ich sag mal, du hast ja auch nicht ohne Grund letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen für das, was du machst. Weiter so, Mirko. Danke dir.